Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und ich habe euch heute ein Lotset mitgebracht. Und ich muss sagen, ich weiß selber nicht so ganz, was ich davon halten soll. Dafür muss ich es erstmal gebaut haben. Und zwar habe ich euch die Lotz Mini 1118 Tank Model mitgebracht. Und zwar ist es das Queen's Vehicle von Lotz, 455 Teile. Und es ist ein wundervoller pinker Panzer. Also ich muss sagen, von diesem Anblick bekommt man Karies. Aber ich muss mal schauen, was dieses Set so kann. Es ist jetzt nicht unbedingt meine Zielgruppe, muss ich ja ganz ehrlich zugestehen. Aber trotzdem, man beschwert sich ja immer, dass es verschiedene Sets für Mädchen und Jungs gibt. Und das ist halt so eine ganz, ganz interessante Mischform. Und es ist, wie gesagt, die Kreuzung zwischen einem Panzer und einem Lego-Mädchen-Set. Obwohl das auch nicht so ganz richtig gesagt ist, weil Lego möchte ja jetzt momentan die Sets für Jungs und Mädchen eher angleichen und gleicher gestalten. Bin ich mal gespannt, ob sie das nur so leer versprechen oder ob sie das am Ende auch umsetzen. Ich muss gleich mal sagen, ich habe nichts dagegen, wenn Mädchen mit pinken Sets spielen und Jungs mit blauen Sets oder was auch immer. Ich bin einfach nur der Meinung, es sollte nicht so stilisiert werden. Jeder soll damit spielen dürfen, was er will. Ob nun jetzt das Mädchen mit dem blauen Set spielt, wie gesagt, das ist jetzt so ganz runtergebrochen. Oder ein Junge mit einem Queen's Vehicle, das ist doch völlig egal. Jeder soll spielen mit dem, was er für richtig hält. Und ich finde, wir sind jetzt in 2021. Eigentlich sollte das selbstverständlich sein. Es ist es leider nicht. Aber das ist nur mal ein ganz kurzes Wort. Wir kommen jetzt mal wieder zu den Klemmbausteinen. Die Klemmbausteine sind im Endeffekt hier das Wichtige. Und ich würde sagen, ich mache das Set erstmal auf und dann schauen wir uns mal die Teile an. Und ich bin sehr gespannt, was dieses Queen's Vehicle hier kann. Also ich muss sagen, es ist gewagt. Und ich muss sagen, ich bekomme auf den ersten Blick Angst. Weil wir alle wissen ja, Lots sind kleine Steine. Und jetzt stelle man sich vor, die sowieso schon kleinen Kettenglieder nochmal kleiner. Und dann hat man das. Oh je, ich glaube, das wird kein Spaß, diese Ketten zusammen zu machen. Und dann haben wir noch einen Stickerbogen dabei. Ich glaube, ich werde sie hier drauf machen. Einfach nur, weil ich es sehr lustig finde. Also ich muss sagen, ich habe gerade die Anleitung rausgeholt und von der bin ich auf den ersten Blick ein bisschen enttäuscht. Also es ist halt eine Auffaltanleitung, hier ist nichts klammergebunden oder ähnliches. Und die Auffaltanleitung ist ja am Ende einfach wie eine Zeitung groß, ja? Und da muss man sich vorstellen, man baut wirklich dieses Set aus Ministeinen und hat hier eine riesengroße Auffaltanleitung, die bei den meisten Leuten nicht mal auf den Tisch passen wird. Bin ich kein großer Fan davon, hätte man besser machen können. Sonst ist es zumindest ein hochwertiges Papier. Es ist schön straff, es ist eine gute Qualität vom Papier her. Die Bauschritte sind in einer angenehmen Größe dargestellt, das muss man schon sagen. Aber ich finde, also wirklich, eine klammergebundene Anleitung kostet nicht so viel mehr und ist immer hochwertiger als so eine Auffaltanleitung hier. Und dann haben wir hier nochmal eine Teileliste von diesem ganzen pinklastigen Set. Und ja, man sieht natürlich hier einfach einen leichten Überblick. Ihr könnt ja das Ganze mal pausieren, wenn ihr wollt, und euch das nochmal in Ruhe anschauen. Und dann haben wir noch drei Teiletüten im Set gehabt, beziehungsweise natürlich dann vier mit den Kettengliedern. Aber von den Teilenreihen sind es drei Tüten und das sind ja sehr pinke Steine. Ich bin mal gespannt, wie es hier mit dem Suchen von den Steinen wird, weil ich bin die Lotz Bricks noch überhaupt nicht gewöhnt. Ich bin eher Diamond Blocks gewöhnt und die normale Lego-Größe. Und dann bin ich mal gespannt, ob ich mich hier dran gewöhnen kann. Ich fange jetzt aber auf jeden Fall mal an zu bauen. Am Ende gibt es wie immer eine Kaufempfehlung oder eine Nicht-Kaufempfehlung für dieses Set und ich wünsche euch viel Spaß. So, ich habe jetzt die zwei wahrscheinlich schlimmsten Bauschritte von diesem Set hinter mir und zwar ist es Bauschritt 10 und Bauschritt 11. Und in diesen Bauschritten macht man aus diesen winzigen Kettenteilen die Ketten. Und weil es hier nicht reichen würde, zwei Ketten ranzubauen wie bei jedem anderen Panzer, haben wir hier vier Ketten, die jeweils eben so eine Doppelkette hier bilden. Naja, also das hat wirklich nicht unbedingt Spaß gemacht. Aber das wusste ich vorher, dass es wirklich der größte Spaß wird, 140 von diesen kleinen piepslichen Dingern zusammen zu knüpfen. Aber hey, wir haben es jetzt hinter uns. Die Bauschritte bis dahin haben gut funktioniert, haben Spaß gemacht. Die Teilequalität von Lotz ist wirklich top, soweit. Das Bauen macht Spaß, das ist ein gutes Baugefühl. Es sind halt kleine Teile gut, da ist manchmal ein bisschen Gefummel dabei, aber es ist eine angenehmere Größe als die Diamond Blocks auf jeden Fall. Lustig war bloß, dass wir bei dem Bauschritt 10 und 11, wo wir die Ketten gebaut haben, einen Fehler in der Anleitung haben. Und zwar verbauen wir hier 2x34 Kettenglieder pro Bauschritt und dann sagt uns, es ergibt 70. Bin ich mir nicht so sicher, welches Mathe-Genie diese Anleitung gemacht hat. Gut, Fehler passieren, alles gut. Es sind am Ende nicht die 70 gewesen, es waren am Ende die 2x34 und damit 68 Teile. Ihr könnt da getrost mit der Angabe 2x34 arbeiten. Ich hatte ja am Anfang Angst, dass ich aus diesen Teilehaufen hier so schnell die Teile nicht finde, weil man ja so ein bestimmtes Radar hat von Größen und man sieht einfach schon, wenn man Brick seitlich sieht oder wie auch immer in so einem Haufen, dann sieht man eigentlich direkt,
Okay, das ist der Brick, den ich suche. Man weiß ein 1x1 aus so groß, ein 1x2 aus so groß und so weiter und so fort. Und da hatte ich schon Angst, dass man es hier nicht so gut findet. Aber ich finde, das funktioniert bei mir ziemlich gut. Also ich habe mich sehr schnell umstellen können und finde ja die Teile eigentlich relativ schnell. Ebenfalls habe ich schnell einen Doktor gefunden, der mir mein Karies behandelt hat, was ich bekommen habe, weil ich die ganze Zeit diese pinken Steine in der Hand hatte. Von daher geht's meinem Gebiss auch wieder gut. Und jetzt Spaß beiseite. Wie gesagt, es macht Spaß. Wir haben jetzt so dieses gesamte Unterteil eigentlich von dem Panzer gebaut. Ist in Ordnung. Die Ketten sind auch ordentlich, muss ich sagen. Also sie drehen sich sogar auf meinem Tisch, da ja meistens so ein bisschen der Endgegner für die Ketten ist. Das funktioniert ziemlich gut. Und wir haben schon so eine kleine technische Funktion drin, mit der wir wahrscheinlich am Ende den Turm drehen. Und das finde ich auch cool. Und zwar haben wir einfach plus die zwei Zahnräder drin und wir können es hier drehen. Dann dreht sich das Zahnrad mit und eben auch oben, wie gesagt, die Befestigung, wo ich denke, dass sich am Ende der Turm befindet. Sonst, es ist natürlich winzig im Vergleich zu meiner Hand. Okay, also es ist winzig, das muss man wirklich sagen. Ich habe mal hier eine Figur mit dabei und lege die einfach mal drauf im Größenverhältnis. Also da ist nicht viel zum Anfassen, ehrlich gesagt. Aber gut, wie gesagt, für die Steinegröße ist es eine gute Qualität und macht soweit Spaß. Ich baue jetzt auf jeden Fall dieses lustige Queens Vehicle weiter und wir sehen uns im nächsten Bauschritt wieder. Und schon haben wir das Lotz Queen's Vehicle fertig. Und zwar ist der Pink Panzer. Ist sehr ähnlich wie Pink Panther, aber nicht verwechseln, der Pink Panzer hier nun fertig. Oder halt so halb fertig, weil ihr seht schon, hier vorne fehlt ein Teil. Im Normalfall soll die Kanone aus drei solchen Teilen bestehen. Eins hat bei mir leider gefehlt. Ich habe so ein Teil auch nicht in Pink da. Dementsprechend muss es jetzt fehlend bleiben. Ich weiß nicht, ob ich mal Lotz anschreibe, ob sie mir sowas nachschicken können. Da bin ich mir nicht sicher, wie das bei Lotz so läuft. Ja, ich kann es nicht ändern. Ich bin jetzt nicht so unendlich böse drum. Wenn nicht, nehme ich halt einfach die Verbindung wieder raus und habe halt eine etwas kürzere Kanone. Es gibt schlimmere Teile, die fehlen könnten. Aber wenn wir schon bei Teilen sind, zeige ich euch gleich mal die Ersatzteile, die noch dabei waren. Und da kann man schon mal mit dem zweiten Queen's Vehicle anfangen. Ist nämlich eigentlich ordentlich was übrig geblieben. Einige Kettenteile, paar Gitterteile, paar Verbindungen und so weiter und so fort. Auch wenn ich mir ehrlich gesagt nicht sicher bin, wofür man die Teile sonst nehmen soll, außer für den pinken Panzer. Cool ist noch, ich habe endlich einen Lotz-Teiletrenner für meine Sammlung erhalten. Hatte ich vorher noch nicht, freue ich mich auf jeden Fall drüber. Ja, und was soll ich sagen? Also das Ding ist wirklich zuckersüß. Ich finde es eigentlich ganz cool gestaltet. Es werden sich sehr viele Leute nicht kaufen, weil sie es unbedingt so cool finden. Die meisten Leute kaufen sich wahrscheinlich aus Gag. Und ich muss sagen, dafür taugt es auf jeden Fall. Zum Spiel taugt es auch. Wir haben ja die kleine Funktion, dass wir hier den Turm drehen können mit der Mechanikenfunktion. Funktioniert leider bei mir etwas hakelig. Also es funktioniert nach rechts drehen ganz gut. Da macht er mit. Und nach links drehen dann irgendwie nicht. Es ist nicht falsch gebaut. Ich habe nochmal nachgeguckt. Ich weiß nicht, warum es bei mir so relativ schlecht funktioniert. Aber das ist sowieso hier oben auch relativ wackelig. Da ist wahrscheinlich einfach ein bisschen zu viel Spiel in der Verbindung von diesem Teil zum Turm. Finde ich schade, weil die Teilequalität hier sonst wirklich echt gut war. Wir haben ja noch so ein paar süße Verzierungen, die eben mit Stickern gelöst sind, eben dieses Queen's Vehicle. Hier vorne noch ein Sticker, hier noch ein Blümchen und so weiter und so fort. Das ist wirklich echt in Ordnung. Auch haben wir hier oben nochmal eine Luke. Da haben wir den pinken Schwimmreifen auf jeden Fall freigelegt, wenn wir die Luke öffnen. Das ist im Endeffekt auch alle Funktionen, die wir haben. Ihr habt sicherlich bemerkt, dass ich einiges in dem Video nicht hundertprozentig ernst nehme. Deshalb gibt es jetzt auch keine hundertprozentige Review dazu. Der Bau hat Spaß gemacht, die Teile sind in Ordnung, es ist ein Nischenprodukt. Wer dieses Nischenprodukt cool findet, wird sich's kaufen. Wer es nicht cool findet, wird sich's nicht kaufen. So einfach ist es im Endeffekt. Ich habe jetzt keine großen Probleme gehabt, außer eben, dass diese Drehfunktion vom Turm nicht hundertprozentig funktioniert und vorne das Teil eben gefehlt hat. Aber sonst, es ist einfach ein lustiges Produkt, muss ich sagen. Und man kann damit Spaß haben. Meine Message in diesem Video soll einfach sein, auch wenn ich mich lustig gemacht habe, teilweise über das Ding. Jeder soll mit dem spielen, mit dem er Lust hat. Es ist völlig egal, ob ein Mädchen mit Panzern spielt und ein Junge mit Puppen. Und auch auf Klemmbausteine bezogen. Klemmbausteine sind für jeden da. Völlig egal, ob Junge oder Mädchen. Und völlig egal, ob der Junge ein pinkes Set mag und das Mädchen ein Panzer. Es ist völlig egal, lasst doch einfach die Kinder mit dem spielen, was sie wollen. Wir müssen teilweise mal mit ein bisschen überholten Rollenbildern auch bei unseren Kindern endlich aufhören. Und ich möchte hier gar keine politische Debatte lostreten in irgendeinem Sinn. Und jeder kann seine Meinung haben, solange sie im grundgesetzlichen Rahmen funktioniert. Ich habe hier eine Message, glaube ich, rübergebracht. Als Aufhänger habe ich jetzt mal dieses Set genommen. Und dann wünsche ich euch einfach nochmal einen schönen Tag. Wenn ihr dieses Set habt, schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, auch wenn das Set jetzt nicht das Wichtigste an diesem Video war, sondern auch die Message, die ich damit rüberbringen wollte. Und natürlich könnt ihr gerne ein Like und ein Abo dalassen, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Wellybrick.